Vielleicht kletter ich doch hier hoch. Und runter. Und verstecken. Sieht man eigentlich irgendwo, dass ich versteckt bin? Oh shit. Dumm, die dumm, die dumm. Und tot. Der hat ein neues Arschloch bekommen. Was? Ist so, wie ich es da reingestochen habe? So, Schatz haben wir auch geplündert. Die Opfergaben. Ha. Olivenholz. So alles. So, die Sache ist, da laufen jetzt noch ein paar Leute rum, ne? Das, also, so wie genau sieht man das? Das Auge bei meinem Leben und die blaue Umrandung heißt, dass ich versteckt bin. Oh! Grüße von Marcel! Ja, dann guten Abend euch allen. Der Raid mit mal eben 300 Leuten von Marcel. Oha, ganz genau. Ja, dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, ihr habt es... Oh, hi. Warte. Geh mal weg. Ich hoffe, ihr hattet alle viel Spaß bei... Ich glaube, Donkey Kong hat er gespielt. Hi. Bye. ja, wie gesagt, viel Spaß. Und willkommen hier zu Assassin's Creed Odyssey. Ich spiele es gerade zum allerersten Mal. Nee, geh wieder runter. Ich bin gerade noch am Reden. Und, also bisher ist es ziemlich witzig. Das ist Sparta! Ich glaube, das war's schon. Das sah gerade geil aus. Jo. Also irgendwie wollte er mich nicht ausreden lassen, also musste ich ihn gerade ein bisschen wieder wegtreten. Ja. Kommt noch irgendwas? Ne, okay, die wollen nicht mehr. Dann kletter ich jetzt mal eben runter. Und hau sie weg. Ist das eine Frau eventuell? Klingt so ein bisschen weiblich von der Stimme. Okay. Bandits all along. People should have known something was off. And here's all their loot. Und ich habe unbenutzte Ausrüstung und Gegenstände bei mir. Zerlege sie, um Ressourcen zu halten, oder verkaufe sie in einem Laden, um schnelles Geld zu machen. Ah, okay. Das ist gut zu wissen. Hier ist auch nichts weiter. Hier ist auch noch so die Pissecke. Der Leiche habe ich auch eben noch einen Eisenbrocken geklaut. Okay. Haben wir hier auf jeden Fall schon mal gut aufgeräumt. Jan, der Grieche, hat Spaß an einem Spiel über Griechenland, als Griechen Griechen zu verprügeln. Genau das fasst es ziemlich gut zusammen. Okay. Dann schauen wir uns mal noch weiter um. So, war jetzt hier oben noch was? Die haben mich gerade nebenbei noch ein bisschen gestört, während ich hier die Sachen angucken wollte, aber ich glaube nicht. Dann gucken wir uns noch in dem Teil der Höhle noch ein bisschen um. Ich denke mal, hier wird wahrscheinlich dann auch sonst nichts weiter sein. Oh, da kann man noch raus. Hätte ich darüber auch hier reinkommen können? Theoretisch schon, ne? Wäre das dann quasi der Vordereingang gewesen? Geld bekommt man hier eh nachgeworfen. Wäre das dann gut zu wissen. Oh, das ist gut versteckt gewesen. Okay. Dann würde ich sagen, wir geben eben mal schnell noch die Quest ab und gehen vielleicht dann mal zu Duris. Vielleicht finde ich unterwegs noch ein paar Wölfe oder so, die mich nicht töten wollen. Aber die wollen mich wahrscheinlich schon töten, aber vielleicht kann ich sie ja zuerst töten. Aber ich glaube... Ich sehe zumindest hier keine Wölfe. Vielleicht haben wir komplett durch die ganze Höhle gelatscht. Oh ja, why not? Ja, Story? Wozu haben wir Sidequests? Es ist immer das Gleiche in solchen Spielen, solchen Open-World-Spielen. Die darf man mir echt nicht in die Hand drücken. Weil es ist immer so, guck mal, da ist die Story. Aber da sind noch 30 Sidequests. Machen wir erst die 30 Sidequests. So, mein Lieber. No gods in the caves.
Only bandits stealing people's hopes and drag me. I knew it! Thieves! At least you know you won't face Zeus's wrath. Maybe he'll take pity on you. I hope Zeus bring his wrath on those bandits. Don't worry. I brought mine. That should be good enough. Ah ja. Kriegen wir so ein bisschen Erfahrungspunkte? 825 reicht vielleicht? Ja, neues Level up. Nice. Und neuer Fertigkeitspunkt. Und eine neue Gravur. Und Schaden und Gesundheit verbessert. Vanilla Assassin's Creed Odyssey. Gibt's das auch gemoddet? Fähigkeiten. Was können wir denn jetzt noch so lernen? Was haben wir denn noch so an Fähigkeiten? Sechster Sinn. Halte L2 gedrückt, um auf das Ziel zu zielen. Oh. Für den PC gibt es so ziemlich alles Mods. Ja gut. Da kann ich 3 Pfeile gleichzeitig schießen. Da kann ich zoomen. Okay. Das ist so RAM-Fähigkeit. Oh, was haben wir hier noch so? Schaden durch Attentat und Niederschläge wird um 20% erhöht. Oh, nice. Gegner wird nach dem Attentat automatisch geprügelt. Geprügelt? Fast. Geplündert. Das klingt schon mal sehr gut. Das wäre schon mal was. Für 15 Sekunden richten Nahkampfwaffen. Giftschaden. Und so finde ich Geheimnisse. Okay. Dann würde ich aber sagen, wir nehmen erstmal das hier. Dass wir mehr Schaden machen, zum einen und zum anderen, die automatisch plündern. Und danach hole ich mir das hier für automatisch Geheimnisse finden. Okay. So. Doris. Nein, nicht Doris. Duris? Ich glaube, Duris hieß der, ne? Doris, Duris, same thing. Boris. Wo bist du denn jetzt nochmal? Wo ist mein Marker? Da. Da ist die Stadt. Gehen wir zu ihm hin. Meine Güte. Man sieht sogar unten den Schatten von mir. Nicht schlecht. Irgendwann finden wir vielleicht auch ein paar Wölfe unterwegs. Dann können wir da auch noch die Felle sammeln. Aber ansonsten besuchen wir jetzt erstmal unseren lieben Freund und holen uns ein bisschen Geld von ihm. Die Sachen könnte ich klauen, aber ich tue es nicht. Ich bin ein netter Grieche. Vielleicht verprügle ich manchmal ein paar Leute, um mein Geld zu bekommen, aber prinzipiell bin ich ein netter Grieche. So. Oh, was haben wir hier für einen? Ist das ein Schmied? Oh, ich kann Sachen gravieren. Was genau macht denn das Gravieren? Macht die Sachen stärker? Mehr Attentatsschaden. Ja, das klingt gut. Auf dem ersten Blick schlicht. Auf den zweiten auch. Kann ich das häufiger gravieren? Kann ich jetzt aussuchen, sonst sage ich das da. Unverkennbar deins. Na schade, ich kann es aber nur einmal gravieren. Na gut. Was haben wir denn noch so? Verbessern. Kann ich das Ding noch verbessern? Dafür bräuchte ich noch mehr von den Fellen. Okay. Was kann ich so verkaufen? Meine alte Waffe. Ja, die neue ist sowieso besser. Oder ich könnte sie zerlegen. Was habe ich dafür jetzt bekommen? Leder, Olivenholz und Eisenbrocken. Okay. Wie stark ist der Söldner? Ein bisschen hoch. So, der Schurkendolch. Ist genauso stark. Den können wir auch sogar gravieren lassen. Vielleicht wird er dann besser. Kann man eigentlich irgendwo gucken, zu was es wird, wenn man den auseinander nimmt? Würde mich mal interessieren. Nein. Okay. Dann nehmen wir das Ding auseinander. So, das trage ich ja gerade. Oh. Das ist besser. Sollte ich vielleicht tragen. Und den kann ich aber verkaufen. Die Fackel kann ich verkaufen. Boah. Steinbockhorn. Absoluter Lumpen. Den Hammer. Und den Apfel. Was kann ich denn bei dir kaufen? Ein rostiges Schlachtschwert. Oder ein Zeremonienschwert.
Kampfklinge, Keulen. Stuff für meine Arme. Habe ich überhaupt nicht? Ich habe an meinen Armen gar nichts, ne? 80. Jan mit seinen gottgleichen Skills spielt doch easy auf Level 1 durch. Auf Albtraum. Ja, ja. Meine Güte, sind die Dinger teuer. Und mein Phobos-Skin. Ah, aber die kann ich auch kaufen, die Sachen, die Herstellungsmaterialien. Ich guck jetzt erstmal an, weil ich sie jetzt für neue Ausrüstung habe. Und zwar kann ich mir eine geilere Schürze hier holen. Ja, nice. Das letzte, worum sich ein Söldner sorgen sollte, ist, dass ihm das Beinkleid von den Beinen gleitet. Okay. So, und hier habe ich auch nochmal einen Beutel. Habe ich dir dem Typen nicht wiedergegeben, die Opfergaben? Anscheinend nicht. Was sind die Dolche? Ich behalte mir erstmal beides. So, dann kann ich das eine auch eben noch verkaufen, das Ding hier. Wobei, ich hätte es zerlegen. Egal. So. Dich kann ich nicht verbessern. Ja, die kann ich alle nicht verbessern. Aber. Nein. Dich kann ich gravieren lassen. Für mehr Attentatsschaden. Ja, machen wir einfach mal. Okay. So. Hi. Hello, Thuris. Business looks good. Tell Marcos to come down here himself. If he wants his money. Huh? No, but I'm here now. Look, I was a little late paying. Now Marcos says I owe him double because of interest. I don't have it to spare. Tja. Sind wir der Gemeine oder sind wir dann gemein zu Marcos? Irgendwie mag ich Marcos nicht, deswegen würde ich sagen, wir sind gemein zu Marcos, aber solange er mir mein Geld gibt, ist mir eigentlich alles scheißegal. Double. That's robbery. That's what I told Marcos. You know him. He's extreme. If you pay him, this will all be over with. You tell Marcos I've paid enough already. I won't bow to a mercenary or to someone foolish enough to borrow money from the Cyclops. From the Cyclops. That's how he bought his vineyard? Look, I know you'd be dead without Marcos. What with him taking you off the street as a kid. But you know what he's doing is crazy. Aber ich möchte meine Drachmen trotzdem haben. Malaka. Still, that doesn't change the drachme you owe. Face it, once the Cyclops gets hold of you, you'll both be dead. Also, wo ist mein Geld? I've paid Marcos enough. Hey, stop! That's my stuff! Alright, alright. I'll pay you, just stop. Das ist so einfach, geht das. Fine. The money is yours. Just leave. Pleasure doing business with you, Doris. Keep my name off your lips. I don't want the Cyclops coming after me for the debt you can't pay. Oh. Ich hab mein Geld. 100 Drachmen. Das war mehr oder mehr. I see you have good taste. Jo. Erstmal einkaufen jetzt mit dem neuen Geld. So, was haben wir denn? Eine neue Rüstung. Haben wir überhaupt eine Rüstung an? Ja, die Tunika haben wir an. Aber hier am Arm haben wir nichts. Dann nehmen wir das schon mal mit. Und an den Füßen habe ich, glaube ich, auch nichts. Dann nehmen wir das auch mit. Marcos bekommt davon nichts. Ja, natürlich nicht. Das ist ja mein Geld, was er da hat. So.
Und so. Meine Güte, mein Attentäterschaden ist schon ordentlich. So, jetzt sind wir auch mal ein bisschen ausgerüstet. Was? Mit mir gesprochen? Okay, das ist wieder die Statue. Ein Sparta-Kick an Markus ausprobieren. Was haben wir hier? Ich besorge die Wolfsfälle. Ja. Wenn ich Wolfsfälle überhaupt irgendwo finden würde. Habe ich hier irgendwo noch andere Quests aktuell? Was ist das mit dem Schulden? Das ist die Nachrichtentafel. Da waren wir auch drin. Gut, da ist nur das Meer. Da oben ist Talos. Den können wir besuchen gehen. Wir könnten es einfach lassen. So. Ist die Karte so leicht dreidimensional? Sieht so ein bisschen danach aus. Was ist da eigentlich? Da kommt ein Schiff gefahren. Obwohl eine Stufe 5. Lassen wir das lieber. So, was passiert, wenn ich mich da jetzt hin schnell reise? Wo lande ich? Oben auf Zeus drauf? Ne, Makoros möchten wir nicht schlagen. Ich verstehe nur Bahnhof vom Spiel. Also bisher ist es so, wir sind ein griechischer Söldner. Markus ist der Typ, der uns anscheinend damals als Kind gerettet hat. Aber Markus schuldet Duris Geld. Ja, andersrum. Duris schuldet Markus Geld. Und uns auch. Markus schuldet uns Geld. Und wir haben uns das Geld von Duris geholt. Aber möchte Markus sein Geld nicht geben, weil Markus krumme Dinger mit Zyklop treibt. Ich habe schon wieder den falschen Knopf gedrückt. Außerdem sind wir Spartaner und können einen Spartaner-Kick machen. Ist Zyklop eine Söldnergruppe oder ist es ein einziger Typ? Das weiß ich nicht. So. Ich kehre zu Markus zurück. Markus ist... da? Da. Genau auf der anderen Seite der Zeus-Statue. Wenn ich... okay. Dann fliegen wir auf die Fresse. Aber ich dachte, wenn ich X gedrückt halte, springt er vielleicht etwas schlauer hier runter. Au! Das sah unglaublich schmerzhaft aus, wie er auf dem Zaun gelandet ist. Wo ist mein Marker? Ich habe ihn verloren. Ich glaube, irgendwo hier müsste ich richtig sein. Markus? You here? Markus? Bist du Markus? Nein. Gibt es keine Abrollfunktion? Also ich bin hier schon mal. Ja, kehre zu Markus zurück. Müsst ihr nicht theoretisch hier sein? Oder habe ich da hinten in der Stadt noch was vergessen? Anscheinend habe ich in der Stadt wohl noch was vergessen, also müssen wir da wohl doch nochmal hin. Ach, er ist bei dem Häkchen, was mir angezeigt. Ist er in der Stadt, wo ich gerade war, oder nicht? Oder habe ich das jetzt gerade verwechselt? Schauen wir mal. Zu
Zu dem Haken zu gehen wäre doch viel zu einfach. Natürlich. Ein paar Meter weiter weg. Aber ja, er ist in Sami. Boah, Marcos. Den nicht erwartet, dass er auch in Sami da rumsteht. Gibt es irgendeine 300-Anspielung? Der Sparta-Kick? Zählt der als 300-Anspielung oder gab es den auch vorher schon? You're running out of time until the Cyclops comes for you, Malaka. He wants his money. Could I have an extension? When he sails back to Cephalonia, he'll come and break you as soon as he docks, if you don't get it. Now, let's be civil. You can't hide behind your glories, Mystios forever, Marcos. He'll kill you, the mercenary, and that little runt girl that hangs around. Of course, not a problem. I'll get the drachmi. Good. Or I'll come and watch the Cyclops feed you to his goats. Ah, Alexios. I can tell from the smile on your face, Duris has paid you your drachmi. Smile on your face. I just heard where you got the drachmi for the vineyard. Are you out of your fucking mind? We can get the money back. Can't we? I'm sure it's possible. Ich weiß ja nicht, wie ich dem jetzt antworten sollte, dem Idioten. Was würdest du sagen? Die Sache ist, zwei der Antworten sind ja eigentlich, wir machen das. Ja. Also scheint das irgendwie eher gewollt zu sein. Ach komm. We have no other choice now. We need a plan. That's what I do best. This will take more than the usual tricks up your sleeve. I long for the old days. Remember them? They were simple. You had nothing, young and alone, and I had everything. And I gave you the world, Cephalonia, in the palm of your hand. Flashback im Flashback. Don't see fishes like you every day, eh? Oh! Ha! You hungry? How about we make a deal? I do something for you. You do a few things for me. Everybody wins. Best offer you're gonna get. Huh? Think about it. Wait! Cephalonia. Some gift. You were nothing without Marcos. And look how far we've come. From an orphan on the streets to a Mystios with a hovel. Another Cyclops will take everything away. I can't protect you from him forever. He'll kill me too. Oh, don't be scared of him. And look at you. How could I go up against him? With what weapons? A rusty spear? A broken bow? There you are. Stalking around the temple won't save you from me, Marcos. Drusilla! I was just talking about you. You were? I need that wood, Marcos.
These new bows will be the talk of the island. I can't make anything with those bandit Malakis stopping the wood shipments. Of course you can't. Why, I was just filling my friend Alexios in on the details. He already has a plan to deal with these bandits.